Hallo, ihr Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich finde es ja großartig, wie aufmerksam ihr seid, weil es haben doch einige gesagt, von wegen, dass ich immer diese starken roten Abdruckstellen von der Brille habe, ne? Und ihr habt völlig recht, ich finde es bezaubernd, wenn ihr euch um mich kümmert und wenn ihr mir solche Sachen sagt, weil ich das gar nicht mehr so richtig wahrnehme, wenn ich jeden Tag da irgendwie Brille auf, Brille ab und dann fällt mir das gar nicht mehr so auf. Und man hat so die Aufmerksamkeit für sich selber verloren. Das ist ganz merkwürdig. Es ging mir auch so, wo wir gestern Abend waren wir essen, weil wir ja Hochzeitstag hatten. Da haben wir den Kids essen. Wir nehmen unsere Kinder mit im Hochzeitstag. Und dann war überall an der Seite waren wunderschöne Sterne, ne? So Leuchtsterne von der Gemeinde aufgehangen. Meinst du, das wäre mir aufgefallen, bis mein Kind gesagt hat, von wegen Mama, wie findest du die Sterne? Ist der Hammer, oder? Manchmal ist man so vernebelt im Kopf. Unglaublich. Also auf jeden Fall habe ich es jetzt versucht, ein bisschen abzudecken, aber die starken Abdrücke sind immer noch da, ne, weil das kann ich leider nicht wegmachen. Aber ich habe es ein bisschen abgedeckt und ich hoffe, dass es euch nicht zu so sehr stört. Aber ich habe jetzt drauf geachtet. Also, ne, ich habe jetzt nochmal einen anderen Fokus drauf gelegt. Und deswegen nochmal vielen Dank an der Stelle. Ihr könnt mir gern sowas sagen, ne, weil manchmal ist man ein bisschen betriebsblind. Ich muss aber später, um euch was zu erzählen, nochmal die Brille aufsetzen. Ne? Deswegen werde ich dann wahrscheinlich wieder Abdrücke kriegen. Genau, weil ich wollte echt nämlich, jetzt muss ich meine Brille aufsetzen. Ich setze vielleicht ein bisschen nach vorne auf. Huh? Sieht auch cool aus, oder? So, geht das so? Okay, auf jeden Fall wollte ich euch nochmal diese Parfums ans Herz legen. Ne? Und zwar, das sind ja, ich habe es euch ja schon öfters vorgestellt von Vive la Vie, ne? Viva, wie heißen die? Und das sind so schöne Fläschchen von der Größe her und von dem Duft her, die ich einfach bezaubernd finde. Ich habe hier zugeschickt bekommen die Top 10 zum Verlieben. Und das sind dann insgesamt 10 Fläschchen, wobei das 10. ist irgendwo in meiner Handtasche abgeblieben. Und ja, ist jetzt draußen. Ne? Gibt zum Beispiel Glory Day, das ist Rosa, Pfeffer, Iris und Patchouli. Also ich finde es ganz toll, dass diese Sachen auch immer da draufstehen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es so richtig lesen könnt. Das ist ein Eau de Parfum. Das sind 5 Milliliter und die kosten nur 2,49 € ne, für 5 Milliliter. Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach wirklich unschlagbar für ein Eau de Parfum. Und ich habe jetzt echt die meisten schon wirklich jeden Tag anders ausprobiert. Und das Schöne ist, dass sie tatsächlich, du riechst das, was als erstes ist, so die Kopfnote. Und dann riechst du halt eben auch dann die weitere und dann die Basisnote, ne, was halt wirklich so draufsteht. Und das finde ich, das ist ganz, ganz toll und die halten auch wirklich lange. Das gefällt mir auch so gut. Und was mir persönlich gut gefällt, ist die Tatsache, dass ich einfach wechseln kann. Ne? Weil wenn du auch genauso wie es ist, von wegen, dass du nicht mehr siehst, dass du halt hier irgendwie rote Abdrücke hast, dann wirst du auch betriebsblind für dein Parfum, weil du einfach den Duft kennst und ihn nicht mehr so wahrnimmst. Und wenn du halt jeden Tag wechseln kannst, ohne dass es jetzt irgendwie dein, ne, dich bankrott macht, dann ist das eine super Sache. Also ich finde es großartig. Dann gibt es hier zum Beispiel, das heißt My Light. Das ist mit Orange, Maiglöckchen und Patchouli. Wer kennt es nicht, Patchouli, ne? Früher aus der Schule haben wir alle nach Patchouli gerochen. Sweet Romance, das ist mit Johannisbeere, Fräsie und Vanille. Oh, ich liebe Vanille. Oh, toll. Daddy's Girl, ich bin ein bisschen alt für Daddy's Girl, aber Mandel, Tuberose und Tonkabohne. Ich finde das so super. Und dann haben die auch alle einen Color Code. Ne? Das hier ist zum Beispiel rosa, das ist orange. Und dann hat man hier vielleicht noch so ein grünes. Und das finde ich auch nochmal toll, dass man das also nach dem Color Code machen kann. Und das ist hier, was waren das jetzt hier? Wo ist Daddy's Girl? Na, warte mal. Glory Day, das hatten wir schon. Dann hier zum Beispiel noch Blush, Lavendel, Orangenblüte und Moschus. Oder zum Beispiel hier So Honey, das ist mit Honig, Gardenie und Patchouli. Also das ist wirklich klasse, oder? Cookies O'Clock, Jasmin, Vanille und Amber. Das machen wir jetzt mal. Oh. Das riecht gut. Das riecht gut. Ich liebe ja Jasmin. Ich bin ja ein riesen Jasmin-Fan und du findest Jasmin, also so in Parfums relativ selten. Oh, das riecht toll. Und man riecht halt eben auch, dass die erste Note, das ist wieder rot, oder? Die erste Note ist Jasmin.
Oh, ich finde es wunderbar. Also, ich kann es euch nur noch mal ans Herz legen. Wie gesagt, dass ihr mal da bei der Homepage vorbeischaut und ihr könnt halt eben ganz unterschiedliche Sachen euch selber zusammenstellen. Das finde ich eben auch ganz toll an der Geschichte. Und wenn man es halt irgendwo jemandem schenken möchte oder man will selber was ausprobieren, dann hat man so eine kleine Größe und ich finde es einfach sehr, sehr, sehr praktisch. Und ja, und ich habe für euch auch einen Code unten in der Infobox. Wenn ihr mindestens 5 von den kleinen, von diesen kleinen Parfums, von den Mini-Parfums euch aussucht, und dann gibt es noch so einen Aufsteller. So sieht er aus. Ich vergesse den immer. Den gibt es in Schwarz und in Weiß. Und den bekommt ihr dann, wenn ihr den in den Warenkorb macht, kriegt ihr das dann halt eben rabattiert und dann habt ihr, ich glaube, 5 € oder sowas gespart. Ne? Ist auch eine schöne Sache. Und ich finde es halt ganz toll, wenn man so einen Aufsteller hat. Und genau, also probiert es einfach mal aus. Ihr werdet sicherlich nicht enttäuscht sein. Ich habe wirklich von denen noch nichts probiert, was mir nicht gefallen hat. Ganz ehrlich, ne? Und ich habe die überall verteilt. Ich habe die neben meinem Bett, in der Handtasche, in der zweiten Handtasche. Dann habe ich auch welche im Schrank stehen. Ne? Also ich mache das auch so ein bisschen Color-Code-mäßig, dass ich sage, von wegen bei grünen Klamotten habe ich halt grüne Parfums und für die rosigen Sachen habe ich halt dieses pudrige oder beziehungsweise das mit dem rosa Streifen. Das ist irgendwie ein ganz guter Tipp. So mache ich das immer bei meinen Parfums. Ne? Ich suche die ganz gerne nach dem Color Code aus. Also ist aber, macht ja jeder wahrscheinlich anders. Also auf jeden Fall, das ist auf alle Fälle ein ganz toller Haul. Und ich finde es, ach, ne, wenn du so viel Parfums hast, ist schon eine tolle Sache. Dann, was habe ich denn noch gekauft? Ich habe mir, wenn wir mal bei so klein und fein bleiben, diese Dinger mir gekauft. Ich habe das schon bei amerikanischen YouTubern gesehen und die sind alle hin und weg von diesen Essence-Paletten. Ne? Bronze This Way, Dancing Cream, Ice Ice Baby und Let's Morbid Morbid. Kennt ihr die Pinguine von Madagaskar mit dem King Julian? So lustig, so lustig. Der King Julian ist der Beste. Mort, der Kleine, ne, der immer an den Füßen hängt. Ach Gott, ist das süß. Müsst ihr euch schon mal unbedingt anschauen. Da ist ein schöner kleiner Spiegel mit dabei und guckt euch mal die Farben an. Richtig, richtig schön. Also genau mein Ding. Ne? Ich liebe ja Mauve. Dann zeige ich euch hier. Das ist das Bronze This Way. So eine schöne natürliche. Also es sind immer matte und schimmernde drin. Dann hier. Blau, ich liebe ja Blaufarben. Bin ein großer Fan zu braunen Augen. Ist das die Komplementärfarbe? Sieht richtig gut aus. Da strahlen die Augen. Und hier Grün. Finde ich auch sehr schön. Ich mag auch Grün, weil ich so braungrüne Augen habe. Dann kommt das Grün besser raus. Dazu werde ich mal ein Video machen, dass ich halt wirklich mit jeder Palette einen Look schminke. Und wie gesagt, ich habe die gesehen bei amerikanischen YouTubern und die waren hin und weg. Ne, die haben gesagt, das ist eines der besten, was sie je probiert haben. Allerdings, also was noch fehlt, es gibt noch eine in so Graufarben, ne? Mit Cooltones, die hätte ich auch noch gerne. Da ist auch schon schönes Silber mit dabei, aber die habe ich noch nicht gesehen. Wenn ihr das mal seht irgendwo in den Drogeriemarkt, dann sagt mir mal Bescheid. Auf jeden Fall haben mich das sehr interessiert. Upsa. Dann bin ich ja ein Riesenfan von, oder was ich unglaublich, unwahrscheinlich gerne teste, außer Lidschatten natürlich und Blush und Bronzer und Lippenstiften, sind Foundation. Ich liebe es ja, Foundation auszuprobieren und zu gucken, was funktioniert bei reifer Haut, wie sieht das aus. Also deswegen bin ich da ein Riesenfan. Da habe ich mir die gekauft, weil ich nicht wusste, dass ich die noch zu Hause habe, beziehungsweise ich war mir sicher, aber ich wusste, es war eine andere Farbe. Und zwar diese Max Factor Miracle Second Skin Hydrate, Protect and Renew. Ganz toll. Dann habe ich mir einmal Light Medium und das andere, ich muss leider die Brille aufsetzen, ist Medium. Also ich habe die Nummer 4 und die Nummer 5 mir gekauft. Ne? Weil ich hier auch mal so ein bisschen, weil die ist so ein bisschen gelblich und die ist ein bisschen neutraler. Deswegen war ich mir da unsicher von der Farbe her. Und dann habe ich noch eins gekauft von Miracle Pure Skin Improving Foundation Hyaluronic Acid und Vitamin C. Fand ich auch interessant. Das ist auch eine neue. Die habe ich auch das erste Mal beim Max Factor Stand gesehen. Und ich liebe Max Factor. Ich bin ja ein großer Fan. Es war, glaube ich, früher Ellen Beatrix, jetzt ist Max Factor. Und da habe ich die Farbe 75 Golden.
Sieht vom Packaging her sehr, sehr ähnlich aus, ne? Also da muss man auch aufpassen, dass man das irgendwie nicht verwechselt. Und dann hatte ich mir die mal gekauft, die Age Perfect von L'Oreal. Und ich finde die nicht mehr. Ich finde die nicht mehr. Keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Und zwar habe ich mir hier, und da war noch ein Concealer mit dabei. Und ich habe jetzt die Farbe Light Sesame 03 und einen Abdeckstift in 01. Der Abdeckstift, der ist klasse. Den habe ich schon. Der ist richtig toll. Und ich habe die auch schon probiert. Ich weiß noch nicht, in welcher Farbe. Das ist in Amerika wird es als Foundation verkauft und bei uns ist es als hier der BB-Cream, ne? BB-Cream wird es dann positioniert. In Amerika ist eine Foundation und die ist wirklich klasse. Also die gefällt mir ausnehmend gut, nur finde ich sie nicht mehr, deswegen habe ich mir neu gekauft und es ist noch ein Concealer mit dabei. Da durfte es mit. Genau. Dann habe ich das waren jetzt ganz normal, wo ich jetzt mal seit ewiger Zeit wieder im Drugstore war. Ich war gestern eben bei Müller, wie gesagt. Und Fielmann ist schwer zu sagen, weil ich beim Fielmann war, meine Brille abholen, bin ich halt nebendran in den Müller und ich stöber ja so gerne rum. Oh, genau. Dann bei Charlotte Tilbury habe ich mich doch wieder mal verleiten lassen, was zu kaufen. Und zwar, ich bin ja immer so ein bisschen missmutig, weil sie immer so Packages zusammen macht. Das heißt, von wegen, es ist nicht so, dass irgendein Produkt halt einfach reduziert wird, sondern es wird nur reduziert, wenn du halt noch mindestens zwei, drei Produkte mit dazu kaufst. Und das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Auf der anderen Seite war es so, dass sie hatten es so ähnlich wie Tarte gemacht hat. Und das zeige ich euch auch gleich. Und zwar, dass du verschiedene Kategorien hast und kannst dir halt aus jeder Kategorie etwas rausnehmen und in deinen Warenkorb. Und du hast dann halt eben ein Gesamtpaket, einen Reduktpreisvorteil von. Also Tarte macht es von 50%. Das ist richtig, richtig gut. Und Charlotte Tilbury hatte das auch. Und dann hat das Set statt 176, 136 € gekostet. Und wenn man über die 175 € kam, gab es dann nochmal, also je nach abgestuft, gab es nochmal eine kleine Lidschattenpalette, ein Blush und noch irgendwas dazu, noch ein Lippenstift noch dazu. Genau, im Wert von 85 €. Da habe ich gedacht, okay, das klingt gut. Deswegen habe ich mir noch ein Produkt mehr gekauft, um halt eben diese Sachen irgendwo abzugreifen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Also, ich habe mir gekauft, das war in diesem Paket drin, das Konturband. Und zwar, na, das ist das, was ich hier schon habe. Das hier. Und das ist fast leer. Und ich liebe dieses Produkt, weil es so leicht sich verblenden lässt und so großartig ist. Deswegen habe ich das ausgesucht. Dann gab es halt irgendeine Mascara, die man sich aussuchen musste. Also ich würde mir jetzt von letztens nicht so eine teure Mascara kaufen für über 30 €. Das sind die Legendary Lashes. Da konnte man auch aus verschiedenen auswählen. Da habe ich die genommen. Dann gab es irgendwie irgendein Augenbrauenprodukte oder halt so ein Setting Spray. Nur ist es tatsächlich eine Probegröße, ne? Also eine Travel Size mit 34 ml. Hat die Frau Schäfer auch nicht richtig gelesen. Habe ich gedacht, naja, hast du mehr davon? Dabei ist das so eine Travel Size, ne? Ist ja irgendwie auch nicht so toll. Aber ich habe auch schon von mehreren YouTubern gehört, dass das ein gutes Setting Spray sein soll. Und es ist mir wichtiger als irgendein Augenbrauenpinsel für 30 €. Genau, und dann gab es noch dazu einen Lippenstift. Da habe ich mir den ausgesucht. So ein hübsches Packaging. Ne? Das ist Wedding Bells. So ein ganz tolles Packaging. Und ja, halt so eine richtig schöne, nudige Farbe. Die wirklich. Guck mal, da ist sogar ein Herzchen drauf. Also, das ist schon wirklich sehr schön gemacht. Ganz ehrlich. Packaging. Macht die wirklich toll, ne? Also es gefällt mir ausnehmend gut. Ja, dann habe ich mir halt eben diesen Lippenstift ausgesucht. Ach so, und dann konnte man sich noch eine Lidschattenpalette aussuchen. Und da war ich auch so ein bisschen hinhergerissen. Es gab auch zum Beispiel Pillow Talk, die hatte ich mir aber schon bestellt. Die hatte ich schon. Und dann ist das hier die Farbe Flawless Eyes Luxury Palette Hollywood. So, und das sind die hier. Da muss man aber dazu sagen, dass die alle Schimmer haben. Da ist keine einzige matte Farbe dabei. Und nun gut, ich habe die auch schon ausprobiert. Das sieht eigentlich ganz gut aus.
Genau. Und dann gab's, habe ich mir noch das hier gegönnt, die Nude Gasm Face Palette. Also das Packaging ist ja ein Traum, muss man schon sagen. Da habe ich auch gemischte Reviews drüber gehört, über diese Palette, weil es sind alles so gebackene Gele. Also das heißt, es staubt überhaupt nichts. Und ja, weil halt eben das schon eine sehr helle Farbe ist. Aber ich muss dazu sagen, also man sieht es auch sehr schön, die Farben. Ich finde die schön, die Palette, wobei ich dazu sagen muss, dass natürlich auch dieses Blush ist halt eben hat auch so einen goldenen Schimmer. Und das ist halt alles, also die sind schon matt, aber die sind halt beide schimmernd. Ne? Und es ist halt ein sehr gelber Highlighter. Und es ist halt eben, wie gesagt, sehr schimmrig, sieht aber trotzdem sehr schön von vorne, sehr schön aus, schön peachig. Und also für den Sommer ist das wirklich toll. Die Farbe, die Konturfarbe ist Bombe, die ist richtig klasse. Und ich nehme die halt zum Konturieren und mische die beiden für zum Bronzen. Also mir gefällt die Palette trotzdem gut. Und dadurch, dass man halt eben jetzt einen Rabatt hatte, habe ich sie mir auch geleistet. Für den normalen Preis, das sind glaube ich 75 Euro, wäre es mir doch zu teuer gewesen. So, und das sind die drei Sachen, die es dann mit dazu gab. So, und das ist einmal die Palette, die heißt hier Walk of No Shame. Und die ist halt mehr so nach rötlichen Farben. Und habe ich auch schon von einigen YouTubern gehört, dass es halt so die Lieblingspalette ist. Und ich fand die halt sehr, sehr schön. Also es sind mehr so Sheen, also ein so ein Topper dabei. Habe ich gedacht, okay, also sie sieht schön aus, die würde ich auch benutzen. Dann habe ich hier mir einen Blush ausgesucht. Und zwar gab es auch Pillow Talk Intense. Ich habe mich für Pillow Talk Intense entschieden, weil dieses normale Pillow Talk, glaube ich, sehr hell ist. Und man war wahrscheinlich bei mir dann nicht so gut sehen würde. Deswegen habe ich mir hier das für Intense genommen. Und ich finde diese Farbe wunderschön. Richtig, richtig toll. Aber andere Mütter haben auch hübsche Söhne. Also das heißt, also Blush-Farben, na, wenn einem die Farbe gut gefällt, die findest du wahrscheinlich auch woanders. Ich muss dann mal gucken, ob ich mal swatchen kann, ob ich die Farbe halt irgendwo anders finde. Bei Blushes, glaube ich, muss man nicht unbedingt so viel Geld ausgeben, außer es wäre eine richtig tolle Textur. Und dann gibt es hier Glowing Jen von Charlotte Tilbury, ne, mit so einem Leo-Muster. Ist natürlich auch cool. Und das Packaging ist ja natürlich auch großartig. Absolut großartig, ne? Ach, wer liebt denn nicht so einen schönen Leo? Und die Farbe ist auch toll. Also Lippenstifte macht sie wirklich gute, muss man tatsächlich sagen, ne? Also die Lippenstifte sind klasse. Da hat sie mich dann doch meistens damit, ne? Und ja. Das waren mein Charlotte Tilbury Black Friday Okay. Haul. Also ich zeige euch, was ich bei Douglas gekauft habe. Das war vorher mit 20%, glaube ich. Das zeige ich euch noch mal ganz kurz, weil ich euch das, glaube ich, schon mal gezeigt habe. Das ist hier dieses neue so ein Bronzer, Creme Bronzer in der Farbe Light. Da war ich schon lange sehr, sehr heiß drauf. Deswegen habe ich die gekauft. Und dann habe ich mir hier von Huda Beauty von Pat McGrath die beiden Paletten gekauft. Die neue, die Utopia und diese limitierte Edition, die sie jedes Jahr macht. Und es war halt das Ganze für 20%, nein, für 25%, genau. Weil 20% war es über die normale Homepage und 5% extra, wenn du es über die App bestellt hast. Und dann gab es die halt alle für 25% reduziert. Noch mehr günstiger als jetzt bei Pat McGrath selber. Normalerweise bestelle ich immer auf der Homepage von ihr. Aber die Preise erhöht. Da kostet jetzt so eine Palette statt 125 oder 130 € sind es jetzt 140 € und das ist einfach zu viel. Ne? Und deswegen waren da die Rabatte, die sie hatte, dann nicht mehr so attraktiv, weil ja auch nochmal die Einfuhrsteuer draufkommt. Und deswegen war es wunderbar, die halt bei Douglas zu bestellen und dass sie die jetzt auch mitführt. Also dass er Huda Beauty hat und Pat McGrath. Bei Mac, die ist hatten super. irgendwie auch Angebote und da habe ich mir gekauft halt eben dieses ja, Studio Fix Powder Plus Foundation. Also das wollte ich auch schon lange mal ausprobieren. Und wusste auch nicht, welche Farbe. Online ist ja immer so schwierig. Da habe ich jetzt mit NW22 mich entschieden. Genau, und dann gab es halt noch, was habe ich noch gekauft? So dieses normale, dieses Spray fürs Gesicht. Dann gab es noch ein,
Lippenstift und zwar in Honey Love. Wunderschön, ganz wunderbares Nude. Den habe ich aber schon, das ist quasi ein Backup. Und dann habe ich noch was gekauft, weil ich nicht mehr weiß, was es ist. Prep und Prime, Natural Radiance Pink. Keine Ahnung. Dann haben wir noch mir was bei Sephora noch einen Lidschatten, so ein Einzellidschatten, das ist Twinkle Twinkle. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Und die sind auch gar nicht mal so billig. Der kostet normalerweise 6 Euro. Ich finde, das ist ein Haufen Zeug für einen Sephora-Lidschatten. Ne? Aber habe ich mir den gekauft. Und das war mal, wo wir mal in der Stadt waren, so direkt. Und dann habe ich mir von der Luminous Silk, von der Armani Foundation, meine Farbe in 5,0 gekauft, weil ich habe die schon. Das ist aber 5,9 und die ist so ein bisschen peachig. Und habe ich jetzt die andere, die besser zu mir passende, neutrale Farbe in 5,0. Genau. So, und dann habe ich mir noch gekauft, wo habe ich denn die bestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube auch bei Sephora, genau. Sieht die so aus? Die haben ja immer ganz tolles Packaging. Und die heißt Extreme Effects. So sieht das aus. Ist eigentlich so eine schöne, neutrale Palette. Ist eine helle Farbe, eine schwarze Farbe drin. Und ja, das sind außen alles so schimmrige und die in der Mitte, die vier, die sind matt. Bin ich mal gespannt. Das waren 35% günstiger. Dann habe ich gesagt, okay, nehme ich mit. Und dann habe ich mir bei Look Fantastic und bei Cult Beauty habe ich mir Sachen bestellt. Und zwar gab es da halt eben auch, ich glaube bei Cult Beauty 25% und bei Look Fantastic sogar zeitweise auch 25% sogar bis 30%. Auf jeden Fall habe ich mir bei Look Fantastic die Natasha Denona, die Retro-Palette gekauft. Da war ich ja auch schon ganz schön scharf drauf. Aber dann das Packaging ist genau meins. Genau meine Farbe. Und die sind wirklich schöne Sachen, die Farben. Und ich habe, sie sieht schon ein kleines bisschen anders aus als die Huda Beauty, die ich mir gekauft habe. Also ich wollte sie beide haben. Ist so, so, so schön. Und ich habe dann mit nochmal einem Rabatt, es war wirklich die günstigste, für 49 Euro habe ich die gekauft bei Look Fantastic. Also die waren mit Abstand wirklich immer am günstigsten. Die hatten aber nicht alles da. Also, wie gesagt, bei Sephora gab es dann nur in Anführungszeichen auf die Sachen, die ich wollte, 20%. Hourglass hatten sie, glaube ich, nicht da, doch sie hatten, aber halt eben auch nur 20%. Und bei Cult Beauty gab es dann 25% und dann ist man halt irgendwie auf unterschiedliche Preise, bla bla bla. Nun gut, auf jeden Fall habe ich mir da bei Cult Beauty eine Hourglass gekauft, beziehungsweise beide Hourglass-Paletten, na, die neuen. Muss sie einfach haben. Und was ich auch total toll fand, weil es das einzige Mal, wo ich gesehen habe, dass Victoria Beckham erstens im Programm ist und zweitens auch im Angebot. Ansonsten kriegst du die ja nirgends. Also entweder über ihre Homepage oder über Net-a-Porter und es ist super teuer. Und da habe ich gesehen, von wegen, die haben Victoria Beckham. Da habe ich gedacht, die wollte ich schon immer mal probieren. Und schaut euch mal dieses schöne Packaging an. Aber guck mal, wie klein das ist. Das ist winzig. Aber so schön. Und es ist richtig, richtig schwer. Also es sieht richtig wertig aus. Es ist wie ein Kunstwerk. Ein absolutes Kunstwerk. Es ist so schön. Und innen drin ist halt noch so ein ganz normaler, schöne Braunfarben. Ich habe es mir nur wegen dem Packaging tatsächlich gekauft, ne? Weil ich es einfach so wunderbar finde. Das ist kleinst und feinst. Ach, herrlich, ne? Da bin ich mal sehr gespannt. Also einfach schön. Und dann habe ich auch schon ganz oft gehört, von wegen, dass dieses Honest Beauty von der Schauspielerin Jessica Alba, dass es auch sehr, sehr gut sein soll. Die haben halt eben tierversuchsfreie und ohne Parabene und halt wirklich gute Ingredienzien, wie man so sagt. Und viele haben halt eben von diesen
Blush geschwärmt, dass der so gut sein soll. Und es ist die Farbe Peony, irgendwas mit Peony. Moment, ups. Peony Pink, genau. Bin ich mal gespannt. Hat online ein bisschen anders ausgesehen als jetzt zur Natur. Wenn ich es jetzt so anschaue oder sowas, ist halt mehr so eine Korallfarbe. Also Pink, Korall eher. Mal gespannt. Und wie gesagt, die beiden Hourglass Paletten habe ich ja auch schon unterschiedliche Reviews gehört nach dem Motto, ah, die sind so glitzerig und die sehen gar nicht so toll aus und wie kann man nur... Wobei die anderen Paletten habe ich auch reingeschaut, da ist auch immer so ein bisschen Glitzer mit drin. Aber der Vorteil des Alters ist ja, dass man es mal nicht mehr so genau sieht. Ne? Wenn du halt irgendwie, wenn jemand ein bisschen näher kommt oder sowas, siehst du es einfach nicht mehr. Das kann auch mal von Vorteil sein. So, und das Letzte, was ich mir noch gekauft habe, ist hier dieses da von Tarte. Tarte macht ja immer großartige Angebote, muss man tatsächlich sagen. Ne? Das war halt eben auch so. Was ich mir, das habe ich jetzt auch schon mal gezeigt oder habe ich euch nicht schon mal gezeigt? Ich glaube, ich habe es euch schon mal gezeigt. Ist egal, ich zeige es euch nochmal. Und zwar einmal ist da so eine BB-Cream, habe ich mir ausgesucht. Genau, halt einfach, weil die Tarte Foundation, die finde ich immer sehr gelblich und sehr stark deckend. Und da bin ich nicht so der Freund von. Ne? Also da mag ich es doch lieber eher natürlich. Und deswegen habe ich mir eine BB-Cream ausgesucht. Und das war halt eben auch so ein Dingens, wo du halt eben dir 7 Produkte aussuchen konntest aus ganz verschiedenen Kategorien. Also jeweils eben 1 aus einer Kategorie, aus 7 Stück. Und insgesamt für, ich glaube, 60 Euro. Bombenpreis, Bombenpreis. Und das Schöne bei Tarte ist, dass die auch neue Sachen im Angebot haben. Oder dass die halt eben auch von Sachen, die sie viel verkaufen, auch Angebote machen. Und nicht nur irgend so einen Ladenhüter da reinpacken, wo sie sagen, ich will das jetzt loswerden. Tarte hat tolle Produkte und hat tolle Rabatte und ich liebe sie. Und du kriegst es auch immer direkt nach Hause geschickt und es ist noch nie passiert, dass die im Zoll hängen geblieben sind, obwohl du keine Zollgebühr extra extra verlangst. Also nicht, dass es so im Warenkorb, dass du plötzlich heißt, ja, so okay, das sind jetzt nochmal 20% on top. Hat Tarte nicht. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber auf jeden Fall kommen die immer direkt durch und du musst nicht extra zahlen. Also für uns Europäer super, super toll. Das ist wie gesagt BB-Cream war das Wort, was ich hier war. Dann habe ich mir hier ausgesucht so einen Primer und zwar ist das Clotion Skin Protect ein Primer, der halt ein bisschen eine Glowy Base macht. Und das ist gut, das ist auch nicht schlecht. Und aus dieser Reihe auch eben so ein kleines, eine Probegröße, dieses Hydroflex, das ist eine Serum Foundation. Die habe ich schon in der dunkleren Farbe und das ist jetzt 25N Light Medium Neutral. Also wie gesagt, ich habe die schon einen Ton dunkler mir gekauft und die ist wirklich schön. Das ist eine ganz leichte Foundation, halt eben Serum Foundation, die wunderbar auf der Haut sitzt. Also ich finde diese Linie von denen großartig. Also sehr, sehr, sehr schön. So, dann haben wir noch, was habe ich noch gekauft? Hier, die Camera Lashes. Eine meiner absolut liebsten Mascaras. Große Klasse. Macht ein Bombenvolumen. Dann habe ich mir hier, das ist also richtig klasse, Timeless, dieser Smoothing Mind Primer, den ich am allerliebsten mag. Und das ist eine Originalgröße. Der kostet alleine schon, ich glaube 36 oder 39 Euro. Und der war mit da drin. Also für den Preis unschlagbar. Also super. Und deswegen, also auch wenn man so wenig braucht, sonst hätte ich gedacht, von denen kaufst du ja gleich 2. Aber einmal im Jahr hat Tarte immer dieses Angebot. Oder sogar 2-mal im Jahr. Dann war noch diese schöne Palette mit dabei. Also wirklich so ein bisschen, erinnert so ein bisschen Natasha Denona oder auch Catrice. Schöne neutrale Farben. Und dann noch so ein Lippi und zwar, ja, fand ich eben auch sehr schön. So, man einfach direkt so aufgeben kann, ohne viel Gedöns. Genau, und das Täschchen war mit dabei. Das waren jetzt so die Sachen, die ich im Black Friday geshoppt habe. Oder auch kurz vorher. Also wie gesagt, Tarte macht mindestens 1 oder 2-mal im Jahr diese
diese Aktion, wo es dann immer heißt, von wegen such dir irgendwas aus einer Kategorie raus. Und diese Preise sind unschlagbar günstig. Ne? Wenn ihr mal Tarte einfach ausprobieren wollt, könnt ihr das wirklich mit so einem Angebot super gut machen. Ne? Also ich finde es toll. Und das Schöne ist, es ist nicht irgendwas drin, wo einem vielleicht gar nicht interessiert, sondern du kannst dir genau das aussuchen, was du gerne haben möchtest und auch in der Farbe, was du haben möchtest. Und das ist, finde ich, wirklich klasse. Da ist Tarte sehr kundenorientiert, im Gegensatz zu anderen Firmen. So, also ich freue mich tierisch über die Sachen, die ich mir gekauft habe. Manche Sachen sind auch so Sammlersachen wie Hourglass. Kostet normalerweise so um die 86 Euro. Ich habe es dann jetzt gekauft für 66 Euro. Und dann tut es nicht mehr so weh. Und ja, und ich bin ein großer erklärter Fan von Hourglass. Und deswegen freue ich mich auch wahnsinnig über die tollen Sachen. Genau, erzählt mir gerne mal in den Kommentaren, was ihr gekauft habt über in den letzten 2 Wochen mit Black Friday und Cyber Monday und Extended Version. Und die ganze Woche machen wir auch noch Angebote. Das würde mich mal wahnsinnig interessieren, wo ihr eingekauft habt und was ihr eingekauft habt. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Gebt dem Ganzen sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten, wie immer, bleibt gesund und weltgesund. Bis bald. Tschüss.